Alles klar, und jetzt zu Mirko und Microbeacons. Viel Spaß. Es gibt auch ein Pad für Fragen dann. Okay, danke. Ja, also willkommen an alle, die hier zuschauen. Hier unten im Saal sind es ja nicht so viele, aus bekannten Gründen. Die Gründe sind natürlich die gleichen wie auf der Erde und deswegen lassen wir hier in Utopia auch die Roboter rumfahren, wie gerade erwähnt wurden. Auch wenn die Probleme die gleichen sind, die Lösungen sehen bei uns etwas anders aus. Wir haben kein Geld. Wir haben keine smarten Telefone, die auf der Erde benutzt werden, um das irgendwie zu managen. Aber wir haben einen Entdeckergeist und deswegen lasst uns selber was bauen. Bauen was, was vielleicht nicht ganz fertig wird, was vielleicht nicht ganz die Lösung ist. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Was auf der Erde benutzt wird und was wir hier in Utopia auch vielleicht benutzen wollen, sind diese Bluetooth Low Energy Beacons. Das sind, na, deutsche Wort, Funkbarken, das klingt ein bisschen traditioneller, ein bisschen historischer und eigentlich nur kleine Nachrichten, die in die Welt rausgeschickt werden, die dort irgendwie verarbeitet werden. Normalerweise sind die für andere Sachen gedacht gewesen. Natürlich zuallererst mal für Werbung, wozu sonst? Gibt es irgendwelche Beispiele von großen Plakatwänden, wo dann so eine Teile drin sind und wenn ich mit meinem smarten Telefon dahin gehe, kann ich dann die Webseite aufmachen von dem Produkt und gleich was ordern. Ein spannender Punkt, der hier auch jetzt ein bisschen mit reinspielt, ist die Indoor-Navigation, wofür das gedacht war. Und zwar zum Beispiel in einem Museum, wo dann festgestellt wird, wo befinde ich mich, vor welchem Exponat und kriege dann auf meinem Telefon Sachen angezeigt, die dort dazugehören oder kriege was erzählt zu dem Exponat, zu dem Bild oder irgendwelche Zusatzinformationen, Filme und alles. Und wenn wir Werbung haben, gibt es natürlich auch Tracker. Aber nicht nur die Tracker, wo wir im Laden getrackt werden, sondern wir können auch tracken, zum Beispiel Schlüsselbund. Wer das gern verliert, der kann über solche Beacons seinen Schlüssel tracken und hoffentlich wiederfinden. Aber bei all diesen Anwendungen sind es eigentlich Sachen, wo der Sender an der mehr oder weniger festen Stelle steht und wir uns als Empfänger mit unserem Telefon dahin begeben und diese Sachen anschauen, Informationen darüber kriegen. Und was wir jetzt hier haben, was Sie jetzt benutzen, mit dieser tollen Corona-App, die wir ja alle auf unseren Telefonen haben, da ist das ein bisschen anders. Man nennt das Exposure Notification. Der Name hat sich geändert. In den ersten Specs, die von Apple und Google waren, hieß das noch ein bisschen anders. Aber so klingt es unverfänglicher, so klingt es besser. Aktuell haben wir hier die Version 1.2, glaube ich, die ist vom 29. April. Und diese Spezifikation ist für die Leute, die ab und zu Spezifikationen lesen, erstaunlich kurz. Das sind, ich weiß jetzt gar nicht, 5, 6 Seiten oder so mit Deckblatt. Also relativ schnell durchgelesen, steht auch nicht so viel Spannendes drin. Und der Unterschied ist eben, wie gesagt, wir haben jetzt rumlaufende Funkbarken. Also wir sind mit unserem Telefon alle Sender. Und wir sind zugleich Empfänger. Das ist ein bisschen eine andere Sache. Was steht jetzt in dieser Spezifikation? Nun, das Spannende, was da drin steht, ist vor allen Dingen, wie sehen die Daten aus, die unsere Funkwagen durch die Gegend schicken. Das sind in dem konkreten Fall hier 31 Byte, die da geschickt werden. Wobei ganz viel davon sind technische Informationen, sind Sachen, die in diesem Beacon-Protokoll vorgesehen sind. Das Spannende sind einmal diese 16-Byte-ID. Das ist praktisch das, was benutzt wird, um uns, ja, nicht zu tracken, aber um das Contact Tracing durchzuführen. Und das sind 4 Byte an Metadaten. Diese Metadaten sind durchaus wichtig. Also zum einen sind das Versionsinformationen, ist jetzt immer das gleiche drin, ist eine Version 1, nicht weiter spannend. Das zweite ist aber die Sendeleistung des Senders, also unseres Telefons zum Beispiel. Und aus der Kombination von dieser Sendeleistung und dem, was wir gemessen haben, wie wir das Signal empfangen, mit welcher Stärke, können wir dann so in etwa ausrechnen, wie weit ist der Sender von uns entfernt. Und wenn wir jetzt auf das Beispiel mit dem Museum nochmal zurückkommen, dort ist es eben dann so, dass ich zum Beispiel mehrere Punkte habe bei einer Indoor-Navigation. Jeder Punkt kann dann sendet seine Signale mit gleicher Signalstärke hoffentlich aus und ansonsten steht es drin. Und dann können wir eben ermitteln, wie nah sind wir an welchem Punkt. Über Triangulation können wir dann natürlich unsere Position bestimmen, auf die Art läuft. Das machen wir hier nicht.
Hier interessiert uns nur, wie weit ist der Sender von uns entfernt, ist er uns potenziell gefährlich nahe. Ich habe gesagt, wir haben hier in Utopia nicht so viele so tolle Geräte. Andere tolle Geräte haben wir natürlich, unsere Roboter, aber nicht so viele tolle smarte Telefone, die wir hierfür benutzen wollen. Deswegen habe ich mal ein anderes Gerät rausgesucht. Mikrokleines Gerät. Man sieht es auch hier vorne, ein Batteriepack angesteckt. Das ist der, wer ihn nicht kennt, BBC Microbit. Das ist ein Computer oder ja, Mikrocontroller-Platine, die in Großbritannien zum Beispiel für die Schulen, in den Schulen für Informatikausbildung genutzt wird, dafür gedacht ist. Dieser Microbit hat eine sehr lange, recht interessante Geschichte, also nicht das Gerät selber, aber die Vorfahren davon. Und zwar gab es schon vor langer, langer Zeit, als die Computer gerade erst im Kommen waren, die Heimcomputerzeit war, diesen BBC Micro. Und letztlich ist dieser Microbit in der Tradition dieses originalen Rechners. Der Hersteller damals, und das ist ein ganz interessanter Punkt, wo sich das jetzt alles schließt, der Hersteller war die Firma Acorn und die haben dann nicht für diesen BBC Micro, für den originalen, sondern für weitere Rechner, die sie hergestellt haben, eine besondere Architektur, eine eigene Prozessorarchitektur entwickelt. Und das ist, haben sie dann die Acorn RISC Machine genannt, kurz ARM. Und die Prozessoren mit einer vergleichbaren Architektur, eine Weiterentwicklung natürlich, gibt es heute noch. Und genau sowas ist hier in diesen hübschen Teilchen drin. Also so schließt sich der Kreis der Geschichte wieder. Was hat dieser Microbit sonst noch? Ja, der hat ein paar Tasten, der hat Sensoren. Da kann man dann, gibt es so Schulprojekte, wo man zum Beispiel eine Wasserwaage machen kann. Und auf dieser 5x5 LED-Matrix, die da drauf ist, kann man dann anzeigen, ist dann so ein Punkt, wie schräg liegt das Teil und kann man da so verschiedene Spielchen machen. Oder man kann eine Alarmanlage bauen, indem man den Microbit an die Türklinke klebt. Und wenn jemand die Türklinke aufmacht, dann gibt es da Alarm. Technisch gesehen, dieser ARM-Prozessor, der da drin ist, ist ein Prozessor von Nordic. Das ist ein ARM Cortex M0, also ein recht kleines Teil, was nicht so viel kann. Wir haben diese Daten da, diesen Flash-Speicher, der für unsere Anwendung hier reicht. Auf den REM-Speicher komme ich dann nochmal zurück. Der ist für unsere Anwendung hier etwas knapp. Aber was mich vor allen Dingen auch veranlasst hat, mich damit zu beschäftigen, ist die Funktionalität von Wireless, die dieser Prozessor da drin mitbringt. Und zwar ist das zum einen das Bluetooth Low Energy, aber das sind noch andere interessante Sachen, dieses End oder End Plus. Und das kennt vielleicht der eine oder andere, der so ein GPS-Gerät fürs Geocaching hat, von bestimmten Firmen. Die unterstützen nämlich diese Protokolle für externe Geräte. Also da kann ich einen Temperatursensor anschließen oder ich kann, was weiß ich, Herzfrequenzmesser oder sonst irgendwas anschließen. Und die funktionieren zum Beispiel über diese proprietären Protokolle. Kann man auch mit Bluetooth letztlich machen, aber die gibt es halt schon ein bisschen länger. Und dann sind noch andere proprietäre Protokolle da drin, die da benutzt werden können. Womit kann man dieses Teil programmieren? Nun, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel in der Ausbildung, ja, das Klassische, ja, mit irgendwelchen Blöcken, wo man dann schon relativ jungen Grundschulkindern beibringen kann, bunte Blöcke zurechtzuziehen und dann irgendwelche Funktionalität zu machen, LEDs blinken zu lassen, auf Tastendruck zu reagieren oder sogar die Sensoren auszulesen. Wer da ein bisschen weitergehen möchte, da kann man dann auch, teilweise kann man das auch hin und her switchen, mit JavaScript oder TypeScript programmieren oder mit Python und kann sich dort ranarbeiten an die, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtige Programmierung. Wer dann natürlich richtig programmieren will, C, C++, der hat noch weitere Möglichkeiten. Am schnellsten, einfachsten geht das mit Embed. Kann man online, haben wir Online-Editor, Online-Compiler, kann das dort ausprobieren, kann sich das als Board hinzufügen und kann dann dort erste Schritte unternehmen. Dort gehen dann natürlich auch Sachen, die mit so Blöcken nicht gehen. Also gerade wenn man in zeitkritische Sachen kommt oder auf bestimmte Hardware-Funktionalitäten zurückgreifen will, die in den Blöcken nicht vorgesehen sind, das geht dann dort alles. Wer das lieber als online auf seiner Platte selber macht, der hat auch eine CLI-Möglichkeit, MBCLI gibt es. Kann man sich installieren, ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder ein bisschen hakelig bei der Installation, aber funktioniert trotzdem recht gut.
Ein anderes Beispiel, was ich hier auch genutzt habe, wäre mit Plattform.io und Codium. Das funktioniert dann auch auf diversen Plattformen. Dort habe ich sogar die Möglichkeit, dann mir noch ein Framework rauszusuchen. Also zum Beispiel Embed oder Arduino als Library-Basis. Habe dort viele Bibliotheken, die ich gleich automatisch mit einbinden kann, was in der Online-Version von Embed auch gibt. Aber es sind noch ein paar andere Bibliotheken, viele sind die gleichen. Allerdings hat der Prozessor ein paar Besonderheiten, was diese Wireless-Sache angeht. Und das ist der Grund, warum ich mich für dieses Plattform.io hier entschieden habe, was eben zum Beispiel mit diesen ganzen Blöcken oder mit dem Embed, mit der Online-Version nicht ganz so einfach oder gar nicht machbar ist. Denn diese ganzen verschiedenen Protokolle, die der Prozessor unterstützt, die werden alle über sogenannte Soft-Devices implementiert. Und diese Soft-Devices sind eigentlich so ein Stück Binary-Code in Hexform, die dann mit dem eigentlichen Programm, was ich schreibe, in den Flash-Speicher geladen werden und die ganze Implementierung machen. Der Hintergrund ist, dass die Implementierung dieser Protokolle relativ viel Speicher braucht. Und deswegen hat man das aufgeteilt. Man legt nur das Soft-Device rein, wovon man gerade die Funktionalität braucht und kann damit Speicher sparen. Der Microbit in der ursprünglichen Form, also so wie er halt ausgeliefert ist und in der Standardkonfiguration, bietet da nur dieses S110 Soft-Device an, was für unseren Anwendungsfall mit diesen Beacons hier nicht reichen würde. Deswegen waren hier schon einige Klimmzüge nötig, um das zu benutzen, dieses S130 Soft-Device. Um das jetzt in Plattform.io benutzen zu können, müsste ich erstmal eine eigene Borddefinition machen. Das ist ein bisschen unglücklich, weil ursprünglich ein paar Versionen zurück von Plattform.io hat das mal einfach funktioniert. Und dann hat da irgendjemand entschieden, diese Funktionalität zum Teil rauszunehmen. Und ich kann sie wieder aktivieren, aber sie ist erstmal standardmäßig nicht da. Geht aber zu machen. Noch eine Einschränkung, die es gibt, die SDK für den Microbit funktioniert derzeit nur mit Embed 5. Also wer jetzt das Neueste machen will, Embed 6, der wird da erstmal kein Glück haben. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas in Arbeit ist, ob das in naher Zukunft fertig sein wird. Der Hintergrund ist, dass dieser Microbit eine eigene Hardware-Abstraktionsschicht benutzt und diese Schicht, die benutzt eben dieses Embed und da hat es viele Breaking Changes gegeben in der aktuellen Version. Wenn man aber das einmal eingerichtet hat, wenn man das gemacht hat, ist der Code, den man dann benutzen muss, um diese Funkbarken zu empfangen, erstaunlich einfach. Hier mal so rudimentär gezeigt, also in meiner Main-Routine instanziere ich einfach das Device, initialisiere es ein bisschen, sage, startet den Scan, übergebe einen Callback und das war's schon. In diesem Callback kann man dann ganz verschiedene Sachen machen. Klar, ich habe Zugriff auf die ganzen Daten. Ich habe Zugriff auf die Daten, die ich vorhin gezeigt habe, die aus der Spezifikation sind. Ich habe auf die Metadaten natürlich dort Zugriff. Ich kann die Signalstärke ermitteln, logisch, brauche ich. Und kann die Hardwareadresse des Senders ermitteln. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dieses Display benutzt und ich kann das ja mal anmachen. Ich weiß zwar nicht, ob man das an der Kamera sieht, dann, aber ich mache das mal an. Auf dem Display blinkert dann was rot. Ich lasse es auch einfach mal an und habe hier praktisch gemacht, wenn immer so ein Signal reinkommt von irgendeinem Handy, irgend so ein Corona-Warn-App-Signal, sage ich jetzt mal, dann blinkert die LED da auf und rückt eins weiter. So dass ich dann da diese Spur habe über die ganzen Beacons, die ich hier empfange. Könnte man besser machen. Ich habe da auch schon Sachen versucht, dass da irgendein Schweif hinterherzieht oder irgend sowas, ein bisschen schnucklicher darstellen. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, diese LEDs in dieser 5x5 Matrix die Helligkeit zu beeinflussen. Allerdings die Standardbibliothek des Microbits, die macht das irgendwie asynchron und ich stelle nicht wirklich die Helligkeit ein, sondern der macht das irgendwie im Hintergrund dann selbstständig, nachdem ich nur sage, das soll die Helligkeit haben. Das funktioniert besser, wenn ich stehende Bilder habe, nicht wenn ich so einen wandernden Punkt habe.
Aber ist erstmal, hat man einen schönen Eindruck über die Signale, die hier reinkommen. Nun sieht man da nicht allzu viel, deswegen habe ich noch eine Konsolenausgabe mal gemacht. Also wenn man das dann per USB an den Rechner anschließt, sieht man dann die Daten, wie zu erwarten worden, was ich hier ausgegeben habe, ist mal die ID. Praktisch das, diese Kennung, die wir mit unserem Telefon ausschicken und die wir von anderen empfangen und abspeichern und über die dann der Kontakt zu einer möglicherweise infizierten Person hergestellt wird. Was ich hier noch mit ausgebe, ist die Signalstärke des Empfangs und die Hardwareadresse. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, diese Daten wechseln natürlich. Ja, klar, kann man nichts mitmachen, kann man sich angucken. Ist aber ganz interessant, das mal so einzeln zu sehen, was da rumgeschickt wird. Was mich persönlich erstmal überrascht hat, war, wie viele Signale da reinkommen. Also ich weiß jetzt nicht, dass, wie schnell das hier gerade blinkert. Naja, relativ langsam. Es scheinen also nicht allzu viele Leute hier in der Gegend zu sein, die diese App installiert und laufen haben. Wie gesagt, ich war überrascht. Das ist jetzt mein Telefon, was hier wahrscheinlich diese Signale macht. Aber wenn man sich die Spec anguckt, da steht dann ganz eindeutig drin, dass empfohlen wird, das alle 200 bis 270 Millisekunden rauszusenden, das Signal. Gut, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Mich hat es überrascht, dass das so oft geschickt wird, aber gut, entspricht der Spec. Zweiter Punkt, den ich festgestellt habe, nachdem ich mir eine Weile diese Konsolenausgaben angeschaut habe, ist, dass die ID und die Hardwareadresse alle 15 Minuten wechseln. Und das war ziemlich genau 15 Minuten. Und da habe ich mich gewundert, mal in die Spezifikation geschaut. Und da sieht man, das soll in einer zufälligen Periode alle 10 bis 20 Minuten gewechselt werden. Wie gesagt, von zufällig habe ich da nichts gemerkt. Es waren immer genau 15 Minuten. Und ja, in der Spezifikation sind dann auch weiter unten so Beispiele über den Datenfluss, dort stehen dann auch fixe 15 Minuten drin. Also wahrscheinlich ist auch die Mitte zwischen 10 und 20. Man ist dann einfach mit den 15 Minuten zufrieden. Wenn wir uns jetzt noch überlegen, dass wir die Entfernung ermitteln wollen zu irgendeiner Person und uns bei der Entfernungsermittlung darauf verlassen, dass die Sendestärke uns mitgeschickt wird. Und wir das mit der Empfangsstärke vergleichen, frage ich mich natürlich, warum sollten wir der Sendestärke dort vertrauen? Also, was man ja machen könnte, man könnte mit voller Sendeleistung senden und könnte die Sendestärke als ganz niedrig angeben, wenn man jetzt irgendein Gerät selber baut. Wäre ein interessanter Punkt, damit würde ich sozusagen eine Nähe vortäuschen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wahrscheinlich ist der Effekt vernachlässigbar, weil um da wirklich bösartige Sachen zu machen, müsste ich natürlich dann meine IDs, die ich ausgesendet habe, irgendwo als infiziert kennzeichnen. Und diese Hürde ist ja dann viel größer als das, was ich da hier an Schaden verursachen könnte. Aber wenn ich das schaffen würde, wenn ich dann infiziert wäre, könnte ich vielleicht ein paar Leute mehr in die Quarantäne schicken. Gut, egal. Warum habe ich das eigentlich alles gemacht? Gut, eigentlich, ich wollte was lernen. Nachdem ich gelesen habe, dass diese Prozessoren das können, dachte ich, das will ich mal machen, das will ich mal ausprobieren. Forschergeist, einfach. Darüber hinaus ist es allerdings ein sehr gutes, anschauliches Beispiel für Datenschutz und Datensparsamkeit. Es hat ja im Vorfeld dieser Corona-Warn-App viel Diskussion gegeben, wie kann man so ein Contact Tracing machen. Da gab es die Ideen, dass man wirklich Geokoordinaten speichert oder sonst was für schlimme Sachen. Die Lösung, die es jetzt gibt, ist wirklich recht minimal und gibt den bestmöglichen Datenschutz. Und um das zu demonstrieren, ist natürlich diese Implementierung, die ich hier mal so auf die Schnelle gemacht habe. Und wenn man sich den Code anguckt, das sind 50, 60 Zeilen Quellcode. Also das ist alles kein Hexenwerk. Das ist total primitiv. Ist natürlich ein gutes Beispiel. Noch dazu kann man sagen, diese Microbits sind ja für die Ausbildung gedacht, also für Schulen. Es gibt in Deutschland einen Klon dazu, den Calliope, der an deutschen Schulen eingesetzt wird. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber theoretisch müsste die Software so ohne Änderungen auch darauf laufen.
Und dann könnte man natürlich in die Schulen gehen, wo so eine Geräte vielleicht schon benutzt werden, könnte mit den Schülern darüber diskutieren, über die Lösung, die hier gefunden wurde, und könnte das dann ein bisschen anschaulich den allen darstellen. Ist vielleicht eine ganz nette Idee, um das da mal zu machen, wer sich bei sowas engagiert. Was könnte man noch machen oder könnte man nicht machen oder was geht noch? Ich hatte schon angedeutet, der Speicher, dieses Microbit, das sind 16 KB RAM, die sind einfach zu wenig, um hier wirklich sinnvolle Sachen zu machen. Das ist der erste Punkt. Zum einen, der Bluetooth-Stack braucht Speicher, zum zweiten, meine Software braucht Speicher, und wenn ich mir dann noch anfange, irgendwelche IDs zu merken, und dann ist das ganz schnell, dass es zu Ende ist. Ich hatte versucht, mir hier IDs zu merken und dann die Anzahl der IDs auf diesem Display als Zahl darzustellen. Ging nicht so wirklich. Ich bin ständig in Speicherprobleme gelaufen. Vielleicht jemand mit besseren Programmierskills oder der das dann vielleicht noch effizienter bauen kann, der kriegt da vielleicht mehr hin. Aber unterm Strich ist es nicht wirklich eine sinnvolle Anwendung möglich, außer so eine Demonstration. Was auch ein Problem ist, wir können die IDs in dem Gerät hier nicht wirklich speichern. Wir haben ja keinen Speicher und schon gar keinen externen Speicher. Und wir können uns natürlich dann auch nicht mit irgendwelchen Servern verbinden, wo wir infiziert die IDs der Infizierten abrufen. Das wird hier alles nicht gehen, weil das Teil hat kein Wifi. Andere Plattformen haben das. Und wenn ich da jetzt gerade mal an unsere Roboter denke, die da unten rumfahren, die können das, dieser ESP. Wenn wir sowas mit so einem Gerät bauen wollen, haben wir natürlich dann ganz schnell Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen wäre natürlich ein Benutzerinterface. Also auf dem Gerät hier mit den zwei Buttons und diesem 5x5 Matrix kann ich nicht wirklich viel machen. Da kann ich niemanden informieren, da kann ich nicht groß anzeigen, nichts steuern, nichts einstellen. Da bräuchte man dann schon noch Sachen, die dazu sind. Die Erzeugung der ID, ja, die soll ja zufällig sein, die sollte wirklich zufällig sein, die sollte ja keine Rückschlüsse auf uns als Person oder auf den Träger des Geräts als Person ermöglichen. Das wäre eine Herausforderung. Und dann noch die Regel, dass mit der ID auch die Hardwareadresse geändert wird. Und das ist jetzt die Frage, unterstützt das jedes Gerät, was ich hier, wo ich das benutzen will, kann ich dann immer die Hardwareadresse wirklich ändern? Ich hatte es jetzt schon angedeutet, dass da unten unsere Roboter rumfahren, die natürlich mehr können. Da habe ich mir jetzt noch was Böses ausgedacht. Diese Roboter haben eine Kamera. Die könnt ihr ja alle im Stream sehen. Vielleicht könnte man da sowas wie Gesichtserkennung machen. Die haben eine SD-Karte. Ich kann also einen Einschub dafür. Ich kann Daten speichern, ich kann IDs speichern, ich kann aber auch ganz andere Sachen noch speichern. Klar, die haben dieses Bluetooth Low Energy, sodass ich dort auch so eine Signale empfangen und senden kann. Sie haben WLAN, ich kann mich mit dem Netz verbinden. Mit diesem Bluetooth und dem WLAN könnte ich natürlich auch scannen, was laufen für Leute rum. Das muss Geschäfte bösartigerweise machen. Ich könnte nachschauen, welche WLANs suchen die Geräte, die Leute mit sich haben. Was sind die Hardwareadressen, die dort benutzt werden? Oder welche Bluetooth-Geräte sind damit gekoppelt? Und könnte damit ziemlich gut Leute wieder identifizieren. Ich könnte noch einen GPS-Empfänger an die Roboter anbauen. Könnte wirklich Geokoordinaten da erfassen und speichern. Und dann hätte ich ein ganz böses Gerät. Und könnte da ganz schön viel Schabernack machen und Leute tracken. Was wir natürlich nicht wollen, deswegen ist das kein guter Vorschlag. Deswegen bleibt man lieber dabei. Wir benutzen so eine Technologie, um was Sinnvolles zu machen und hier vielleicht die Zeit in unserem Utopia zu überstehen, trotz Virenlast. Dankeschön. Ja, genau, auch an dich ganz herzlichen Dank hier. Ich gucke jetzt gerade mal nach. An mir sind keine Fragen vorbeigekommen aus dem Chat. Aber ein sehr interessanter Vortrag. Und genau, vielleicht ergibt sich hier irgendwas zum Kongress, dass man die Roboter-Plattform noch ein bisschen aufbohrt und interessante Dinge macht. Okay. Gut, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön.